zur Weihnachtszeit im Kärntnerland der Grinch sich seine Wege bahnt. Er schleicht ums Haus mit seinem Licht. Was hat er vor, der Bösewicht? Beim Wiener Reuter, still und fein, bricht er des Nachts ganz einfach ein. Dort sucht er sich bei Kerzenschein die allerfeinsten Leckereien. Ob's Kletzenbrot oder auch den Stollen, alles, alles kommt der Grinch sich holen. Das Teegebäck, der Christbaumschmuck, alles geht mit einem Ruck. Und auch die guten Kekse fein stopft er in seinen Sack hinein. Was zu schwer zum Tragen, stopft er sich in den Magen. Nom, nom, nom. Doch egal, wie viel er stiehlt und frisst, wir haben noch genug, damit ihr es wisst. Die Bäcker und die Konditoren, sie haben Arbeit über beide Ohren. Da ärgert sich der Grinch gar sehr. Denn Wiener Reuter weckt morgen früh einfach wieder mehr. Nun zieht er ab in dunkler Nacht. Es lief nicht so, wie er gedacht. Auch heuer wird es Weihnacht geben. Damit muss unser Grinch wohl leben. Thank you.